bereit für die Vorbereitung. Mir fehlt das nötige Mana. Ja, hallihallo, der Zausel ist wieder da. Ihr wisst ja, ich habe das vielleicht auf meiner Seite schon gesehen. Ich mache ja jetzt eine Ausbildung zum Fahrlehrer. Jawohl, es ist dort ein Mangel und deswegen habe ich ein bisschen weniger Zeit. Ihr könnt euch vorstellen, der Ole Zausel, Rumsmurmel ist voll. Ja, und ich bin viel gefahren. Aber jetzt ist er natürlich wieder am Start, wenn er Zeit hat für euch. Ja, Saison Nummer 2 ist jetzt angelaufen und wir wollen sie natürlich insgesamt loben. Ich persönlich finde das ganz cool, was sie da gemacht haben. Was mir natürlich nicht gefällt, ist Serverlags. Gestern hatte ich dann keine Lizenz mehr, musste das ganze Spiel dann wieder neu installieren. Naja, egal. Aber kommen wir jetzt zu unserem Kugelblitz-Guide. Wir haben hier eine Experten, die sagen ja, sie spielen mit dem Pad und Maus und Tastatur und so weiter, kann man nicht spielen. Und dann muss man dies noch machen und ich habe nicht genug Kugeln und die Gegner fallen alle nicht um. Ihr seht das hier in meinem Video, das ist hier jetzt mit Maus und Tastatur gespielt. Ich bin Level 80, die Gegner sind 90. Wie gesagt, ich habe noch keine höheren Albtraumsteine, sonst würde ich hier schon wesentlich höher im Albtraum-Dungeon gehen. Ganz wichtig, ihr seht das an der Spielweise, es macht unfassbar viel Spaß. Man braucht sehr wohl die Elektropeitsche. Warum braucht man sie? Dann löst man nämlich neue Kugelblitze aus. Das hat nichts immer mit zu tun, dass man die rechte Maustaste drückt, sondern hier geht es darum, dass wir Kugelblitze auch auslösen können, links wie auch rechts. Lasst euch da nicht von irgendwelchen anderen Guides da irgendeinen Quatsch erzählen. Wir spielen eigentlich die Hauptsächlichkeit, spielen wir eigentlich nur mit unserem Schild, mit unserer Nova. Wir teleportieren uns rein. Wenn ihr so wie ich die Teleportationsrobe habt, dann ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir teleportieren rein. Machen unsere Schilde an, drücken die linke Maustaste, drücken die rechte Maustaste und zünden unsere Ulti. Hier haben wir jetzt mal einen Boss. Ich weiß gar nicht, ob man die Sekunden mitzählen kann. Sind es 3. Ich habe es jetzt gleich nochmal in Zeitlupe für euch. Linke Maustaste, klick, 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 klick. Rechte Maustaste, klick, klick. Bumm, Boss, Stufe 36. Ohne Vorbereitung, ja, fertig. Überhaupt gar kein Problem. Dann habe ich hier den Elias-Kill nochmal, einfach mal, um zu zeigen, wie stark die sind. Mit 2 Personen, eine 59, die andere 53. Früher behaupte ich einfach mal, in der Konstellation zu zweit nicht möglich oder sehr, sehr schwierig. Nicht möglich, will ich nicht sagen. Aber auch hier seht ihr, ganz, ganz entspannt ballert man Level 70 mit 59 und 53 weg. Es geht solo mit 53 ohne Probleme. Das ist also überhaupt kein Ding, habe ich auch gemacht. Hier habe ich allerdings meine Frau noch gezogen. Kommen wir zum Talentbaum. Hier geht es gleich los. Recht einfach. Ich will jetzt nicht großartig viel sagen. Wir nehmen die Elektropeitsche mit. Das seht ihr da oben. 5 Punkte machen wir da rein. Wir machen auch sonst nichts da rein. Dann gehen wir schon in die mächtige Abwehr. Da machen wir 3 Pünktchen rein. Wir machen einen Punkt in Kettenblitz. Warum Kettenblitz? Der geht dann alles, wird dann automatisch immer gecastet und der flippt dann immer völlig aus und springt hin und her. Flammenschild, dann nehmen wir verbessertes Flammenschild, mehr brauchen wir nicht. Teleportation ist klar, Vollskillen und die beiden Punkte. Alle, die Mage spielen, kennen das. Einklang der Elemente. Dann nehmen wir die Glaskanone mit. Hier sorgen wir dafür, dass wir so viele Punkte wie möglich haben. Wie gesagt, einmal über die Robe und über die Halskette. Können wir da nochmal ein paar Pünktchen dazu bekommen. Dann nehmen wir Frostnova mit. Dann nehmen wir die Präzisionsmagie im nächsten Baum mit. Also in den Beschwörungsbaum. Ja, dann nehmen wir noch die Elemente mit. Dann nehmen wir das Mana-Schild mit. Und wir nehmen Schutz mit. Im nächsten, ganz klar, kümmern wir uns um die Kugelblitzgeschichten. Das brauchen wir. Wir nehmen aber auch die statische Entladung mit. Und wir nehmen die Verbindung mit. Kugelblitz, klar, so viele Punkte wie möglich. Verbesserten Kugelblitz und natürlich der Kugelblitz des Zauberers. Dann kommen wir natürlich logischerweise zu unseren Ultimate-Fähigkeiten. Da nehmen wir natürlich ganz klar instabile Strömung mit. Dann werten wir das auf alle beiden Unterstufen auf. Dann nehmen wir den Strom mit. Ne? Dann die Leitfähigkeit und den Stromschlag. Alles in volle Pulle. Ja, wie ihr das kennt, volle Pulle rein damit. Ja, und natürlich am Ende überschüssige Energie. Das ist wichtig. In der Verzauberung nehmen wir natürlich den Kugelblitz mit, ganz klar. Und wir nehmen natürlich den
Kettenblitz mit. Der Kettenblitz springt dann die ganze Zeit hin und her, gibt uns Mana, die wir verbrauchen, geht dann automatisch und jagt dann durch die Gegner und killt dort auch so einiges, wie ihr gerade in dem Spielintro ja vorher gesehen habt. Schauen wir uns kurz den Fertigkeitsbaum an. Das ist hier auch kein Hexenwerk, das muss man sagen. Wir fangen natürlich unten an. Wir nehmen natürlich auch so viel wie möglich mit. Also alles, was blau ist und gelb ist, versuchen wir mitzunehmen. Das erstmal so im Wollen. Wir nehmen auf der linken Seite und rechte Seite das mit. Ja, mit der ersten fangen wir natürlich ab. Dann nehmen wir den Adept mit. Warum? Wir haben da ganz viele Intelligenzpunkte auch drin. Deswegen nehmen wir den mit und der bringt uns auch eine ganze Menge. Dann huschen wir schon gleich in den zweiten Board. Wie gesagt, die gelben und die blauen Dinge nehmen wir auch mit. Im zweiten Board gehen wir dann auf den Verzauberungsmeister rein, weil so werden unsere Verzauberungen auch nochmal stärker. Da wandern wir gleich nach rechts, dann nehmen wir erstmal die Verstärktrune mit, ja, weil da wollen wir die Willenskraft haben, da können wir auch richtig einpumpen. Die sollten wir auch als erstes auf 15 bringen, das macht Sinn, das verstärkt uns. Hier nehmen wir dann, wie ihr seht, die blauen und gelben Fähigkeiten mit, soweit wir können. Die da oben brauchen wir nicht. Kann man aber auch machen, um einfach nochmal mehr Leben oder Regeneration zu haben. Dann gehen wir schon auf die dritte Tafel rüber. Ja, das ist auch ganz interessant. Dort kümmern wir uns dann um die Zerstörung. Da sind wir mit Geschicklichkeit. Das können wir auch machen. Also ich würde Zerstörung, wie gesagt, machen, weil wir sehr viele Willenskraftpunkte haben. Dort nehmen wir links und rechts die Sachen noch mit, weil uns das alles Blitzwiderstand und Blitzfähigkeiten gibt. Dann gehen wir nach oben, nehmen den linken Spot mit, den rechten Spot mit und gehen dann natürlich nach unten zu unseren legendären Knoten, die statistische Verbindung. So, dann haben wir natürlich noch sowas wie Ausrüstung. Ihr kennt das ja vom Zausel, wie auch aus den anderen Builds. Ich bin ein Typ, der immer so die Ausrüstung so zusammentüdelt. Ja, nämlich nicht, was ist alles optimal, was ist dies, was ist jenes. Weil es geht darum, ein Bild auch zu erstellen, wie kann ich an Sachen schnell rankommen und wie kann ich damit perfekt spielen in der Levelphase von 50 plus bis nach 100. Und ihr wisst das, dann geht es erst los, dann fängt man an, das Gear zu optimieren. Was kann ich hier noch rauf tun, was kann ich darauf tun? Das Wichtigste, was ihr eigentlich an diesem Bild wissen müsst, und das, was ich klar sage, ist, Kugelblitz umkreist uns. Das ist das Wichtigste, dass halt der Kugelblitz nicht durch die Gegend tüdelt, sondern uns umkreist fest an der Position. Das ist somit das Wichtigste und natürlich, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir halt eben, wenn wir eine Barriere haben, dass wir halt Schaden machen. Weil ihr habt gesehen, ihr habt, egal welche Fähigkeit ihr nutzt, immer eine Barriere. Wir fangen oben an, dann nehmen wir nochmal die Vampirfähigkeiten, Vorahnung, ja, was habe ich gesagt, Unvergänglichkeit, gefräßig. Nehmen wir rein, die ist jetzt zu Hause ohne Brille, kann er wieder nicht lesen. Ja, den Mondaufgang nehmen wir auch noch mit und wir nehmen natürlich mit hektisch. Was sind da die Fähigkeiten? Ganz klar, das eine gibt Schaden, das andere heilt uns. Das ist das, was diesen Bild auch so extrem stark macht. Wir generieren unfassbar viel Leben und wir haben unfassbar viel Abklingzeit. Und das ist das, was diesen Bild ab Level 50 plus so stark macht. Und jetzt kommt der Witz. Ihr könnt so skillen ab 50 und könnt dann hochskillen bis zum bitteren Ende. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt noch die Möglichkeit, mit Blitzspeer zu spielen und. Aber dieser Bild, so wie er jetzt ist, könnt ihr von 50 anfangen bis zum bitteren Ende spielen. Ich werde euch, sobald ich 100 bin, euch das kurz zeigen, indem ich dann nochmal eben schnell Lilith kill. Das ist auch gleichzeitig die Skillung, wie ihr Liliths nachher wegballert. In diesem Sinne, ich werde noch ein Video machen von 0 bis 50. Da komme ich ab morgen oder übermorgen zu. Seid gespannt. Euer Zausel!